Ich sag mal, wenn es jemanden gibt, der mit diesem Schiff verheiratet ist, dann ist es Ralf, unser Kapitän. Er kennt wirklich jede Schraube, jede Niete. Und das Schöne an ihm ist halt, wie auch an dem Schiff, egal was kommt, wenn irgendwo Havarie ist oder wir Mängel haben oder es ist irgendwas zu machen, Ralf ist immer da. Ja. Da ist noch der Uwe und Butzi. Und einen möchte ich auch nicht vergessen, den Pit, den würde ich auch mal noch da vorne bitten. Was? Ja, ja, komm her. Weil dem einen oder anderen ist er ja unter Ronald Krüger bekannt, bei uns heißt er aber eigentlich nur Pit. Ja. Und in der Vergangenheit war es halt auch so, und ich hoffe auch für die Zukunft, dass egal was wir irgendwie haben, wenn Not am Mann ist, ist Pit auch immer dabei und als bessere Hälfte von Ralf dann immer zur Stelle. Ja. 2009 war das, am 15. August. Irgendwann im Vorfeld kam der Pitter auf die Idee, naja, Ralf, sag mal, wie viel wiegt denn das Schiff? Das sind 62 Tonnen. Gut, ich bin Chef vom Triathlonverein und vom Triathlonverband Sachsen-Anhalt. Ich hole ein paar Schwimmer her, wir ziehen dir das Ding auch ohne Motor. Und er sagt, ja, du spinnst ja, aber am Ende des Tages haben die Herrenschaften das geschafft, mit 30 Triathleten das Schiff direkt vor der Tribüne entsprechend zu ziehen. Also das war... Schwimmen. Zu schwimmen, genau. Das war wirklich eine tolle Aktion und vielen Triathleten ist das auch bekannt. Wir machen ja dieses Jahr den 29. Triathlon ist es. Genau. Der Herr Krüger hat das Ganze mal ins Leben gerufen, als er hier auf die Idee kam, ich mache mal am Ahrensee einen Triathlon. Und mit den Triathlon-Füchsen Osterbrook ist das auch immer gelungen. Und ein Highlight für die Triathleten war dann auch immer, dass halt die meisten Wettkämpfe hier vom Schiff aus gestartet sind. Ich glaube, über 500.000 haben wir hier reingesteckt. Unlängst hatten wir ja nochmal 40.000 Euro jetzt für den Hauptantrieb, für das Shuttle investieren müssen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten im Eigenbetrieb, was die Finanzierung anbelangt. Aber ich sag mal so, können wir beruhigt sein, Geld ist da. Das müssen wir nur dann an der richtigen Stelle auch entsprechend einsetzen. Und kann schon mal so sagen, die Ahrenseer sind immer sehr fordernd. Ja? Wir freuen uns auf Unterstützung und hoffen, dass wir auf eine gute Zusammenarbeit da weiterhin im Altmarkkreis in eine rosige Zukunft fahren. Und wir hoffen, ganz, ganz viele Gäste begrüßen zu können. Und ich wünsche Ihnen einfach jetzt einen schönen Tag. Ja, den kann ich mich nur anschließen. Schön, dass Sie hier sind und würde sagen, Ralf, dann können wir in den See stechen. Und eine kleine Aufmerksamkeit und eine kleine Urkunde dazu. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Ich glaube, da können wir alle stolz drauf sein, dass wir ja die Queen auf dem Ahrensee haben. Weil ich denke, sie findet immer wieder genug Gäste. Und tolle Veranstaltungen gibt es ja inzwischen auch. Vielleicht wird die eine oder andere kleine Reparatur wieder notwendig sein, aber ich denke schon, dass es noch mal 30 Jahre wenigstens werden sollte. Kaputt gehen kann immer was, ne? So, und der Teil, was kaputt war, der Antrieb, der Wasserschalter, der Pumpschirt, so genannte, das Ding ist fast 31 Jahre alt, ne? Und war über 17 Jahre drin. Also die von der Werft sagten, das ist schon eine gute Leistung für das kleine Teil. Wie wichtig ist die Queen für den Tourismusbereich überhaupt hier für den Bereich Ahrensee, Altmark im Gesamten? Ja, also für uns ist sie natürlich enorm wichtig, gerade wie gesagt, den Gästen hier was anzubieten, aber auch den Einheimischen oder auch im Kindergarten oder die Schulen ist ja zum Wahrzeichen wirklich geworden, wie früher der Seeadler. Und er gehört einfach hier mit zum See dazu und lade natürlich alle recht herzlich ein, uns zu besuchen und möglichst viel von der ganzen Landschaft zu sehen und die Queen zu nutzen. Und wie gesagt, lassen Sie mal überraschen, wir haben noch ein paar Sonderfahrten und Sonderveranstaltungen, die werden ja auch mal ganz gut angenommen mit Musik oder Dixieland oder ähnliches. Das kommt immer sehr gut an.
Also wenn es jetzt nur um die Queen geht, denke ich, ist es schon sehr wichtig. Aber das alles, was ringsherum um Arnsee rum ist, von der Gastronomie, von den Freizeitangeboten, allein auch die Möglichkeit, um den Arnsee zu laufen und dabei schöne Dinge zu entdecken. Ich denke mal, als Gesamtpaket ist es wirklich wichtig und schön. Ja, die Queen ist eine ganz wichtige Attraktion, die wir hier in Arnsee haben. Das zeigt sich auch eigentlich an den Buchungsdaten, die ja Gott sei Dank wieder angestiegen sind nach der Corona-Zeit, nach den mehr oder weniger Zwangspausen, die wir hier hatten. Es ist allerdings auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die wir als Stadtrat hier zu bewältigen haben, diese Attraktion zu erhalten. Der Bürgermeister hat vorhin ja schon davon gesprochen, dass wir eine ganze Menge Investitionskosten in der Unterhaltung hatten. Insgesamt summiert es sich auf rund 600.000 Euro in den letzten 3-4 Jahren. Das ist für so eine kleine Stadt eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, dass wir auch noch andere Attraktionen haben, die wir mehr oder weniger erhalten oder auch umbauen müssen. Stichwort Tribüne, 250.000 Euro sind da eingeplant für einen Umbau. Das heißt, wir sind bemüht, aber ob wir das alles so hinbekommen, wird die Zukunft zeigen und sicherlich nicht ohne Unterstützung von Landkreis und dem Land, vielleicht auch Bund und EU natürlich auch. Ich werde ja im Moment ganz viel gefragt, was machen Sie denn jetzt, wenn Sie Landrat sind? Dann sage ich immer, na, genau das, was ich vor der Wahl gesagt habe, also so bin ich. Ja? Nämlich, wir müssen gucken, dass wir unsere touristische Infrastruktur hier einfach verbessern, qualitativ. Weil quantitativ haben wir richtig gut was zu bieten. Arnsee ist eine attraktive Stadt. Und wir haben noch andere attraktive Städte und auch tolle Dörfer, das muss man ganz eindeutig sagen. Wir müssen einfach mehr Infrastruktur qualitativ schaffen. Daran fehlt es tatsächlich noch. Warum soll ich denn hierher kommen und hier Urlaub machen? Die Frage müssen wir beantworten. Und da gibt es viele Antworten drauf. Da werden wir Ideen sammeln. Herr Kleber hat gute Ideen, glaube ich. Und mit Frau Schulz jetzt in der neuen Luftkurort GmbH, also als Geschäftsführerin neu, wird da sicherlich auch was passieren. Sie hat da auch Potenzial als Person. Ich finde, die Queen ist ja einer der Gründe, warum Arnsee so ein attraktiver Urlaubsort ist. Ich war ja gerade oben mit dem Kapitän gesprochen, dass wir in den letzten Jahren ja viel zu wenig Wasser hatten, ja, also viel zu wenig Zulaufwasser durch Regen und viel verdunstet ist und die Schwierigkeiten, die es auch gibt. Ja. Aber ich sag mal, heute ist ein Tag, wo man sagen kann, 30 Jahre, so eine Attraktion ist eine schöne Sache. Was wünschen Sie zum Geburtstag der Queen? Eine neue Queen. Ja, eine neue Queen, das stimmt, ja. Also das haben wir auch im Rat schon mal diskutiert, gerade wo es jetzt auch um die Reparatur dieses Schiffes ging, ist natürlich eine entsprechende hohe Hausnummer. Ne? Und da haben wir auch abgewogen, was ist eher realisierbar. Und da müssen wir wirklich auf dem Boden der Tatsachen bleiben, dass derzeit, es sei denn, wir kriegen noch, was weiß ich woher, oder finden noch einen Schatz im See. Die Archäologen sind ja gerade vor Ort. Mal sehen, was da noch machbar ist. Aber vorrangig war erst einmal hier die Reparatur, dass das so weit läuft. Also da habe ich eine persönliche Meinung zu und die ist eigentlich die, dass das Schiff so viel Charme hat und ich sage jetzt mal nach 30 Jahren auch ein Aushängeschild der Stadt ist. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt was Gutes wäre, wenn es ein neues Schiff gibt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ich kann mir den Arendsee eigentlich nur mit der Queen vorstellen, so wie sie ist. Klar, sie braucht mal immer einen Anstrich, sie braucht mal auch mal einen anderen Antrieb. Man muss immer was investieren, aber das muss man sowieso, das muss man in Infrastruktur immer. Ja. Und ich finde, sie ist ausreichend. Also wenn man an neu denkt, denkt man ja auch immer gleich an viel moderner, vielleicht auch größer. Brauchen wir das? Das ist so die Frage. Und ich weiß nicht, ich glaube, im derzeitigen Tourismusaufkommen ist das gut vereinbar. Das Schiff von seiner Größe, von seinem Aussehen hat ja auch was. So ein Schaufelraddampfer, den gibt es ja nicht überall. Na, schon, das ist etwas, das auch ein Anziehungspunkt ist, glaube ich. 30 Jahre Queen, tolles Erlebnis. Viele weitere Jahre, eine schöne Fahrt hier, dass möglichst viele Gäste den Dampfer hier auch besuchen und dieses unglaubliche, entschleunigende Flair auf dem Dampfer erleben. Also es ist immer wieder ein Traum. Selbst wenn ich einmal im Jahr hier mitfahren darf, dann ist das einfach super.